Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Herr Horvath? Herr Horvath? Ist nicht. Sorry. Also, er ist aber sicher. Guten Morgen. Das ist von dir. Vom Fernsehen. Ich hör viel Fernsehen an dir. Entschuldigung, eine Frage. Wissen Sie, wo der Herr Horvath ist? Das ist der ja da, oder nicht? Oder haben Sie gehabt? Ich bin der Meier Gurtl. Der wird woanders, der wird da drüben. Na, ich meine eigentlich den Herrn Anton Horvath. Wissen Sie, wo der ist? Der Toni. Beherde Koch. Am Friedhof ist er. Was ich bei euch vielleicht. Das ist dann nur der Katz oder was, weiß ich nicht. Glaubst du, Jesus Christus? Aber des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Niemand gießt die Blumen. Ich weiß es auch nicht. Bleib stehen! Liebe Trauergemeinde, das Wort Gottes ist ein leises. Geht es lauter? Ein leises. Bitte, lauter, bitte geht es auch. Das Wort Gottes ist ein leises. Ach so. Hast du das? Warum ist es ein leises? Ich habe keine Ahnung. Das wissen nur die Engel, die oben am Himmel mit einer Harfe spielen. Im Himmel. Warum? Warum spielen die nackten Engel oben auf einer Wolke mit einer Harfe? Ich habe keine Ahnung. Der Tod, liebe Brüder und Schwestern, gehört zum Leben dazu. Das ist auf der Visitenkarte gestanden vom Schlagel Hans, der als Berater eine Versicherungsagentur hier erfolgreich beraten hat. Der hat es beraten. Ich bin ihm nicht böse, wegen der Zahlungsverweigerung von meinem Wasserschaden in der Kanzel. Bin ihm nicht böse. Er soll leben, weil mein Lieblingsministrant ist Maler und er hat es mir um einen Spottpreis gemacht. Er hat schon ausgemalt, muss ich schon sagen. Ein sehr braver Bub. Wir bitten dich, erhöre uns. Geht es lauter? Ah, der braucht ja Kohle. Ich. Ich möchte noch eines sagen. Ja, du geile Fixer. Da Schlampen, besorg es mir da, wo die Sonne nicht hinscheint. Verstehst du das? Spreiz mir die Beine
und Rammel. Wuff, mir die Scheiße aus dem Gehirn. Nein, das war ein Blödsinn. Für die Mallis. Die Mallis, schaut, die ist 14, schaut, war aber sehr geschminkt. Wer ist schon ein Guter? Wie lange haben wir bei seinen Schandtaten zugesehen? Haben nichts gemacht! Wem schuldet er Gift? Mir nicht. Na, ich schulde nämlich ein Gift. Und deshalb sage ich heute hier, vor Gott vom Jesus Christ Superstar, weil das war der erste Bon Jovi in der Geschichte. Ich bin schuldenfrei. Okay? Und ich möchte meine Ausführungen mit den Worten schließen. Mahlzeit. Ich danke euch. Wenn ihr jetzt bitte dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen möchtet. Bitte. Ich bin geschaut, ob du jetzt Sand hast, oder? Hier ist so was. Gut. Das hat er immer gesagt. Ja, du Rolf. Fried in der Ruhe. Herr Pfarrer. Mhm. Weißt du, die Rede war direkt herzergreifend. Danke, Kind. Vielen, vielen Dank. Grüß mal. Mal ja, bitte. Fühl dich frei, mein Sohn. Wir gehen mal schön. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber vielleicht nicht, oder? Weißt du, ich bin ja auch da oder was, gell? Ich würde das als zweites Begräbnis sehen. Was du und zweit verfolgt hast. Nicht gescheiße, weil sonst kannst du gleich dazu legen, der Fulltrott, ein bisschen Ruhe, ha? Ja. Sicher, sicher. Schlag's mir auf die Stelle, der Fulltrott. Geh mit, Freund. Einfach ein Bier, ein Scheiß. Verbaut. Das ist auch überwältig. Schaut euch das an. Herr Horvath, wie geht's Ihnen jetzt? Was? Ja, wieso ist mir die besser als ein Dummer auf jeden Fall, oder? Nein, ich bin ein bisschen. War das für Sie sehr emotional? Emotional? Was soll ich emotional? Na, hier ist er und weiter. Stirbt jeden Tag irgendwo einer. Da braucht man nicht immer Tränendrüse. Da, schau. Also, Sie können da mit dem Tod sehr gut umgehen. Ich brauche nicht mit dem Tod umgehen. Ich gehe mit dem Tod spazieren. Nicht. Ich habe die Zukunft noch vor mir. Nein, das gibt mir nicht. Außerdem haben Sie gesagt, dass Sie vom Wetter her so was aufziehen. Die trotteln meine Nase. Er tut mich nicht mehr, der Tod ist ja unter der Erde, da will ich schlecht nicht. Nein, das gibt mir nicht, das ist ein Kippigsten da hinten. Da fahr ich lieber heim. Ich bin jetzt ein Wilder, viel Leibwand, könnt ihr euch anschauen, ein Traum hinten. Na geh was, na kommt nicht der Tod, da fühlen wir zu mir, die Wilder. Das ist der Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn, wo es auch durch für Fünfe und mit Weiber, da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Schier, wirklich schier. Sein ein schierer Hund, das muss ich schon sagen. Nein, weißt du mich eh, Begräbnis war schier, bitte. 79er Baujahr. 19 Jahre ist er wohl der Trottel. Ist ja kein Alter, oder? Nein. Weiß ich, oder kriegt der Pfarrer? Bist du deppert? Das kann er da haben, gell? Ein schönes Begräbnis. Von dem habe ich alles organisiert. Das kann ich von der Organisation her,
habe ich alles organisiert. Ich den was hätte er kein Begräbnis gehabt? Er hat sich keiner gekümmert um den. War ich immer da für ihn. Das war wie mein Bruder, aber. Na, 19 Jahre, was ich mit dem alles aufgeführt habe, das können Sie nicht auf einen Film kriegen. Das sage ich noch auch ehrlich, oder? Das kriegst du auf nicht da rein. Nein, nicht in so ein Buch. 6 Jahre waren wir zum Konsum, sind wir düst. Auf die Nacht einbrechen, was der Typ, wenn Männer schnitt und so haben wir gestohlen. Und weil wir waren kleine Kinder früher. Und der Vater, weißt du, ist halt mit Fluchtwagenfahrer, ist er mit Kombi hingefahren zum Konsum. Der war pumpt zu, der Volltrottel, ist ein kleiner Auslag rein. Alarm ist losgegangen. Wir sind weggerannt, Tommy und ich, weißt du, voll angezogen mit den Schnitten und so. Der Vater ist auch geschlafen im Kombi, bis ab die Kiefer aufgeweckt haben, den Todl. Hat auch noch Widerstand geleistet gegen die Staatsgewalt. Hat das Bier und den anderen mit einem Backelmann geschnitten, den anderen mit der Salami hat er triggert. Na, der, na, ich guck dann 6 Jahre, der Todl. War allein in der Zeit früher. War wie ein Bruder für mich, der Typ. Schirrbar, wo er ihm zuschauen hat müssen in Kalupa-Hans. Wie der Kalupa-Hans sich weggerammt hat, weil der Tommy hat immer beim Kalupa-Hans, das war ein älterer, mit so Kindfinger, Gichtfinger hat er gehabt, oder? Den hat er immer geholfen müssen, im Haushalt und so. Und der Kalupa-Hans hat sich weggerammt, oder? Und hat den Tommy damals gezwungen, dass er ihm zuschaut, wie er sich in den Pumper reinhält und angeduckt hat. War eine schiere Zeit, aber da haben wir damals, haben wir, bevor die Polizei rausgekommen ist, haben wir ihm die Wohnung noch ausgeräumt. Das war ja ein bisschen eine Münze für uns. Alles haben wir mitgenommen, ein paar Neuäffel waren dabei, lauter gute Sachen. Bis am Teppich, den haben wir liegen lassen müssen, der war das Hirn um. Wer will euch verkauft einen Teppich mit einem Hirn um? Ein Smart-Teppich, den sie jetzt sagen, oder die Tollen? Nein. War lebend. Aber schau, das sind alles Erinner, das kommt alles jetzt bei mir auf, oder? Ja, das auch. Ja, aber verstehen Sie, was ich meine? Was ein Verbrecher war, ja, das gebe ich offen und ehrlich zu, das liegt auf der Hand. Aber vom Kerl, der menschliche Kern, um das geht's. Da hast du nichts nachsagen können. Wenn ich ein Geld gebraucht habe, der war immer da, immer für mich. Jetzt ist er oben, da unten da. Weiß ich nicht, wo man hinkommt, ich bin nicht so geläubig, oder wie das heißt. Ja, was hab ich mit der Kirche zu tun, interessiert mich nicht. Nein. Ja, einmal habe ich eine Geschwister hinten. Hinten in der alten Pfarre, die alte Pfarre, kennst du die noch? Neben Simsekarl, der Simsekarl, wo die alte Kirche war, da gibt es ja nicht mehr. Da habe ich auch nicht genagelt früher. Das war aber Ministranten. Wenn ich einmal antritt, und das wäre ich irgendwann mit 170, 175, oder? Weil ich bin ein sportlicher Mensch. Ich mache viel Sport. Ich fahre Mineral jeden Tag, 2, 3, 4, 5 Mal, wenn es ist, zum Chick-Automat oder was. Ja, ich bin schon im Schuss. Aber wenn ich einmal hier bin, da möchte ich es so haben wie heute. Weißt, dass alle noch plaudern über mich und sagen, der Toni, das war ein guter Mensch, weißt. Weil schlecht war ich nie. Schlecht war man oft, ja, aber das gehört da nicht her, das ist was anderes. Der Vater hat immer eins gesagt zu mir. Hat er gesagt, Toni, das Leben ist wie ein Häusl. Ja. Und da hat er recht gehabt. Weil wenn du in einem Häusl drin huckst, oder? Da ist alles leibend, weil du im Häusl huckst. Aber wenn einer herkommt und runterlässt, was ist da? Dann bist du weg. Ja, so hat mein Vater das gemacht. Weil der hat das so weit wahrscheinlich wegen einem Tod oder was, muss ich sehen. Der Tod, das ist ein Scherzhund. Ein ernsthafter Mann, oder? Der Tod, das ist ein Scherzhund, der viele Gestalten noch nicht mehr kann. Einmal ist ein Händel und einmal ist ein Hund. Der Tod, das ist ein Scherzhund, ein ernsthafter Mann. Der Tod, das ist ein Gesöld, der viele Gestalten noch nicht mehr kann. Einmal ist ein Fisch und einmal ist ein Uhu. Der Tod, das ist ein Scherzhund, ein ernsthafter Mann. Der Tod, das ist ein Gefahrzackel, was viele Gestalten noch nicht mehr kann. Einmal ist ein Uhu. Und einmal ist ein Fisch! Ja, Blödsinn, wie ist das? Was ist? Was ist denn der da, du Schlechte? Was willst du schon wieder heute? Kommst du mir richtig, Alter? Das ist ein ganzes Interview. Ja, was ist? Was habe ich gehört in Laune stehen? Den haben sie eingeladen.
Ja, scheiße, heute haben wir Begräbnis gehabt. Das ist ja Wahnsinn. Also. Das ist, tut mir leid, Nachbar, das ist sicher nicht leicht für dich. Tag da, aber schau, das Leben muss weitergehen, oder? Was willst du machen? Ja. Ein Scheiß musst du Grippe! Dann hoffen wir, dass du dich als nächstes erwischt, du Frucht! Was hast du gesagt zu mir? Du hast mich schon richtig verstanden. Das ist eine so der Leiche, die Gele. Ja? Ma! Ja, der ist die ist der Buch. Das ist eine gute Frau, das nicht so wie deine Zechen. Was gegen die meine Zechen an überhaupt? Na, pass auf, hängen wir da keinen Goschen. Das ist ein Arschloch. Du kannst dich gleich zu den anderen Verbrechen dazulegen. Was willst du von mir? Ich zahle dir einen Bock, jetzt haben wir Täterpacken, ja, Chef. Sei froh, dass ich einen Durchfall habe. Dass du gerade ein bisschen Material in die Unterhosen lassen hast. Ich werde dich zusammenpacken auf dem Restmann zuhören. Das ist wie gerne drin. Na dann, servus. Ja, schlecht, ja. Es ist ein Berge, schlecht. Weißt du was? Du Vollträger, mit deinem Kind ist ein Regenschirm. Du Arschloch, du. Das ist ein Pferd, und mal bringen ihn um. Das soll ein Mensch sein? Sie sagen, es ist ein Mensch. Ich sage überhaupt nicht das. Für mich ist das überhaupt kein Mensch. Das ist nämlich kein Mensch, nicht der. Aber wenn Sie sagen, das ist einer, sage ich, ist keiner. Nein. Wie sind Sie zu dieser Wohnung gekommen? Oder seit wann wohnen Sie da? Es kommt halt. Was? Wie sind Sie zu der Wohnung? Auf die Wohnung, was für eine Wohnung? Die gehört, wenn alles vom Erwin hat, hat uns gut, es geht um Erben. Und Sie sind Zeuge, Sie sind Satzzeuge, wenn Sie Zeuge sind, sind Sie Zeuge. Weil wenn Sie kein Zeuge waren, dann waren Sie gar kein Zeuge. Ja, wenn auch das ist, angenommen. So. Was? Nachbar! So schreit er da. Was? Was hat er da? Was ist mein Nachbar? Was ist leicht? Ha? Na was? Ja, da war ich hier. Was für Differenzen haben Sie mit dem Nachbarn gehabt? Was für Differenz? Wer ist denn da jetzt? Gibt's keine Differenz mit dem Nachbarn? Was ist mit dir? Schau dir lang, was du zusammengehackt, du Idiot! Was willst du? Hunger. Ja, nimm da was zum Fressen. Das ist der Kleiner, der hat ja nur. Der hat ja Angst. Der hat ja Sorgen. Warte, Arschloch, du, wenn du einen aufhörst. Schlecht dir aus, du Dodel! Herr Horvath, ja, also ich mich kümmern um den, das ist ein Bauer. Ist er nicht nur Ihr Nachbar, sondern ein guter Freund von Ihnen war. Der Gmeiner! Der Gmeiner ist nicht mein Nachbar, der kommt ja nur so, weil er einen Hunger hat. Kümmert sich ja keiner mehr um. Ist ein armer Bauer. Schirch, also schirch, da was haben Sie schon eine soziale Oder. Ja, ist mir wurscht, was ist da? Ja, hallo? Ja, Horvath! Hat die Gemeinde? Ja, genau, vielen Dank für den Rückruf. Es geht darum, in der Ortsstraße, nicht? Haben wir keine Häusl drin, die sind über der Straße. Und da braucht man einen Zebrastreifen. Die Leute, die haben ja alle Angst. Die Häusl, komm, schleif den Wichser. Nein, was? Nicht Sie, nein? Ah, der Gemeiner, ist ja wurscht. Und wir brauchen die einen Zebrastreifen. Weil, ich sag Ihnen ehrlich, wenn wir hier bei uns keinen Zebrastreifen kriegen, dann bin ich vorn beim Bürgeranwalt. Und dann haben wir ein Problem. Okay? Schwarz! Ah! Schwarz! Oh! Schwarz! Was sind Sie? Ja, es gibt einen Termin. Ja, Begehung. Jetzt dann? Super! Ja, Film! Ja, passt! Gut! Wieder schauen! Ja! Gibt's jetzt einen Termin? Muss ich den Häusl suchen? Häusl! Was hat's da mit den Zebrastreifen? Ja, schon wieder gefahren! Komm mal, komm mal! Ja! Horvath! Schlüssel das Haar, ey! Was? Den hat der Häusl, du Idiot! Erst gibt's den hat der Häusl, oder? Herr Horvath, warum wird da jetzt ein Zebrastreifen? Na, da, schau! Weil die Leute alle rasen wie bei der Masse der Mühle jetzt. Und jetzt kommt einer von der Gemeinde. Und dann da wird was passieren. Gemeinde besprochen. Ja, da wird das alles in der Genehmigung. Was ist, Häusl? Die von der Gemeinde kommt. Von der Gemeinde kommt. So was? Von der Gemeinde. Kommt's einer! Schau, es geht ums Häusl. Ist das deins? Kann man das schaffen? Ja. Ums Häusl geht's. Weil wir haben das Problem mit dem Häusl, dass wir über die Straße gehen müssen, aber die Leute fahren viel zu schnell, oder? Was? Was für was? Wenn ich es eh gerade sage, die Leute schnell. Nicht die Leute gehen zu schnell, die Autos fahren zu schnell, wenn du über das Häusl gehst. Das ist ein Problem bei uns. Und deswegen brauchen wir. Hörst du mir zu überhaupt eine Initiative? Wir brauchen eine Bürgerinitiative, weil was die. Was hieß? Was der Volltrottel? Schlecht die! Schaut über die Häuser, Gmeiner, komm, schlecht! Nimm mit dein Kind und schlecht, es geht um die Initiative. Weil warum wird immer uns am Schild geschissen, wenn wir
selber scheißen müssen aufs Häusl wegen der Izzi. Izzi, schlechte. Ich sag jetzt der Frau Lechner, oder? Dass ich. Du seh. Komm schon. Komm schon. Wart der auf jetzt drüber, der Lechner. Das war so. Der Ding. Jetzt hört, dass die mal was machen für die kleinen Bürger, gell? Was ist das für ein Hutschen? Bis gut. Bis gut. Filmen Sie da mit, oder? Nein, das ist ja wurscht. Grüß Gott. Anton Horvath, ich bin von der Initiative, der Obmann. Ja, grüß Gott. Ja. Angelika Lechner, ja. Ich bin von der Gemeinde. Ja, genau. Von der Gemeinde. Sonst schauen wir uns. Es schaut sich alle blutdeppert aus, oder was. Es geht wegen die... Der Schutzweg, ja. Nein, das der geht die nicht in den Schutzweg. Es geht aber Zebrastreifen, habe ich gesagt, oder? Ja, genau. Was? Deswegen bin ich da. Ja. Da geht's drum, schon. Dass ich verstehe, weil da wohnt der Horstl, ja? Da wohne ich. Herr Horvath, ich hab's eh schon in der Akte stehen, vielleicht besprechen wir das. Ach, die habe ich alles von den Aktenzeichen gesehen. Habe ich alles mit den Akten nicht. Ich hätte alles mit den Akten. Geh rein! Der Schlechte, dann komm rein, da rechts. Entschuldigung, gehen Sie bitte rein. Ich weiß ja nicht, wie ich reden muss mit denen. Da rein, ja? Ah, Frau Lechner, gell? Sind Sie leicht gekommen mit den Lechner, Brüder? Nein. Will ich? Nein. Nichts, nein, weil ich denke, da. Wo muss ich denn unterschreiben? Ja, ich muss mir nicht selber hin. Ja, folgendes, ja. Wegen dem Schutzweg, also dem Zebrastreifen. Zebrastreifen, ja. Es ist ein bisschen schwierig insofern, weil es ist budgetär einfach nicht drin. Nein, also, es ist auch baurechtlich ein bisschen schwierig. Ja, verstehen Sie? Ja, also, nicht, sicher, ja. Und es sprechen mehrere Punkte dagegen. Also, es ist nicht so einfach. Deswegen wird es eher nicht stattfinden. Ja. Ja? Also, wo muss ich jetzt unterschreiben? Ja, es wird keinen Schutzweg geben, Herr Horvath. Ja, es ist ja auch, ich meine. Was kein Schutzweg? Was ist ein Schutzweg? Zebrast gibt es keinen? Nein, also Herr Horvath. Aber vorhin habt ihr einen Hip-Hop gefahren bei der Kreuzung, hab ich ja gesehen, hat er gestunken, das weiß ich jetzt eh. Ja, Herr Horvath. Der Freche. Also was? Schon vorne bei der Kreuzung. Es war eine Unterführung zum Schutz unserer Schulkinder. Ja. Also das war wirklich. Entschuldigung. Das ist ja der letzte Schmäh. Was ist das hier mit deinen Schulkindern, wenn ich aufs Häusl muss? Ha? Also Herr Horvath. Was? Vorsicht, ja. Schutz unserer Schulkinder, das ist bei uns Priorität. Okay? Priorität. Ich bezahle Steuern in dem Land und das ist nicht wenig. Ist eine Frechheit. Herr Horvath, folgendes, warum bauen Sie sich nicht einfach ein WC in Ihrer Wohnung? Na gar, ich will mir ein Häusl selber zahlen für mein harter Sportler Geld. Ich zahle Steuern wie oft noch. Nein. Für was macht man denn das? Herr Horvath, Sie zahlen keine Steuern. Ja. Und mehr fällt Ihnen jetzt nicht ein, oder was? Langzeitarbeitslos. Ne, und weiter. Ja, und wo habe ich halt ein Pech gehabt bei der Bewerbung? Ja. Was hacken Sie leicht da? Sie schauen auch aus wie so ein Hartgeldhuhl. Also, entschuldigen Sie, Herr Horvath. Da wollen entschuldige gar nichts mehr fallen. Ja, ich bin vieles, aber schlecht angezogen sicher nicht, ja? Was du mit kannst, du Hutschen? Ja. Oh. Stehst du mal bei der Wahl? Eure Gesichter sind oben bei der Wahl. Bei der Wahl steht, ich mal mir den Zebrastreifen dorthin. Oder einen Schutzweg. So eine Frechheit. Bei der Wahl kommen sie. Guten Tag, sie schauen gut aus. Überall von den Plakaten. Jetzt, da sind sie derisch, gell? Wenn es um unser Vertrauen geht. Herr Horvath. Herr Horvath, bezüglich des Zebrastreifens, da kommen Sie mit der Gemeinde nicht auf einen Nenner, oder? Kommen Sie nicht auf einen Nenner? Huch zu, ich reiß meinen Arsch auf für den ganzen Baum, was kriege ich nix? Für wen reißt du in den Arsch und fuchst mit dem Brunnen zu dem Garten umeinander? Mir geht nicht einmal das Licht, du Häusl. Fragst du mir Licht, du Schirrer, Hunde, froh, dass es dunkel ist, als wäre du. Du puderst ewig mit den Zebrastreifen da draußen umeinander. Was wird mit dem, du Häusl? Wird da was oder nix? Oder? Ja, bist du Schirr oder der Schade, was das wird nix am so ablassen, du Idiot. Drum wird's nix. Als nächstes planst du Unterführung oder was? Was ist mit dir verkehrt? Unterführung, wie Planer, du Kuh. Ja, erst ich mache eine Unterführung statt den Zebrastreifen, weil geschissen kann es eh nicht mehr werden, oder? Du mach mal. Und der? Ah, das ist wirklich angeschissen. Komm nicht um, Schlechtig. Darling, hast du Unterwäsche? Du fährst ja Maschine. Horvath, eine Unterhosen. Das ist der Horvath.